So, Freunde des Grillens, heute mal nicht aus Holland, nein, die Fahne ist aus Frankreich. Und zwar folgendes: Ich bin hier mit meiner Freundin an der Côte d'Azur und zwar in Le Lavandou. Das ist in der Nähe von was? Saint-Tropez, wir sind in La Fabière bei Le Lavandou. Genau, jetzt wisst ihr's. Und zwar, ich habe heute meinen Go Anywhere dabei, also den kleinen Weber Kohlegrill und habe natürlich, wie schusselig ich immer bin, meine Weber Grillbürste vergessen. Nichtsdestotrotz gibt es eine Alternative und zwar, das zeige ich euch jetzt gleich, war im Baumarkt und habe mir für 3 Euro eine ganz normale Drahtbürste gekauft. Ja, es war im Baumarkt. Es war ein Carrefour, okay, sorry. Ja, und auf jeden Fall mit der Bürste für 3 Euro funktioniert das genauso gut oder fast genauso gut wie mit der originalen Weber Grillbürste. Und das zeige ich euch jetzt mal kurz. So, wie man hier sieht, es geht nicht um das Bier, noch nicht um den Salamander. Und zwar, der lebt auch nicht mehr und der ist auch nicht gegrillt. Das hier war diese handelsübliche Grillbürste, also die Drahtbürste für 3 Euro. Der Grillrost hier, der war extrem dreckig und schmutzig vom letzten Grille. Und ihr kriegt den mit dieser Bürste perfekt sauber. Und der Grill war jetzt nicht mal vorgeheizt oder auch nicht warm, sondern ich habe den jetzt gerade vorhin einfach nur so, wie ihr das jetzt hier seht, abbürstet. Nachher mache ich ihn an Kohle rein und dann brennt der restliche Dreck nur weg und sieht wieder aus wie neu. Ja, also die Botschaft von dem Video soll einfach sein: Nicht Kopf hängen lassen. Man findet immer eine Lösung für irgendwas. In diesem Falle zum Wohl.